Moin moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man eine solche Zimmertür, wie ihr gerade seht, einstellen kann. Wenn sie zum Beispiel schief ist, schleifen tut, auf dem Boden oder anderweitig nicht mehr so richtig in der Waage hängt. So, was brauchen wir? Eine Wasserwaage. Jetzt gehen wir im geschlossenen Türzustand. So, wir machen also die Tür zu und dann schauen wir uns mal an. An der Seite des Türblatts legen wir unsere Wasserwaage ran und lesen mal ab, was da ist. So, was haben wir hier? Der Luftbläschen ist ein bisschen nach rechts verzogen. Das heißt also, wir werden unten ein bisschen anheben. So, und hier seht ihr den Spalt jetzt, wenn ich nach unten gehe, wo die Tür nicht in der Waage ist. So ist sie gerade. Jetzt gerade ist sie so, ein bisschen nach rechts. Und jetzt, so müsste sie sein. Jo. So, das heißt also, wir haben hier einen Unterschied. Das heißt also, wir müssten die Tür, das Türband rechts oben, ein wenig reindrehen. Denn dann zieht die Tür ein bisschen in diese Richtung und steht wieder in der Waage. So, das gleiche machen wir jetzt auch mal oben. Und legen dort auf die Zarge unsere Wasserwaage. Und dann sehen wir auch hier, haben wir einen leichten Defizit. Und wenn wir dort anheben, zeigen wir auch, dass dort jetzt ein Schlitz ist. Bei meinem Finger sieht man es, bei meinem Finger da, bei meinem Daumen ist ein Schlitz und auf der rechten Seite liegt die Wasserwaage auf. So, auch das Gleiche. Wir stehen vor der Tür und wollen die Tür etwas anheben, weil sie ja dadurch unten schleifen kann. Also die Tür ist momentan so ein bisschen gekippt. Und wie erreichen wir das? Indem wir an diesen Bändern hier arbeiten. An dem oberen etwas festziehen. Sprich, die Umdrehungen hier drinnen etwas reinziehen. Dadurch ziehen wir die Tür ein bisschen zu diesem Gelenk hin und dadurch wird sie wieder gerade werden. Das gleiche gilt genau andersrum, wenn ihr die Tür zu hoch habt, könnt ihr mit rausdrehen wieder etwas runterkommen. Das gleiche hier unten, ihr müsst ein Mittelding finden zwischen rein und rausdrehen bei beiden, weil wir haben ja oben Anschlag, unten Anschlag und das werden wir jetzt mal durchführen. So, als erstes wir öffnen die Tür und heben diese jetzt raus. So, schaut euch an, das ist da drinnen, da ist ein Bolzen, der hält oben in das Band ein und das werden wir jetzt nach oben rausziehen und die Tür herausziehen, um dann daran drehen zu können. So, jetzt, um die Tür auszuhängen, müssen wir die Tür nach oben bewegen und dann raus. Dazu halten wir rechts und links und drücken die Tür nach oben weg. So, wie ihr seht, ging das recht simpel. Ich kann die jetzt hier hinstellen und wir haben freie Bahn zu den Bändern. Jetzt stehen wir wieder vor der Tür und wir hatten ja vorhin gemessen, dass die Tür ein bisschen Gefälle nach unten hat. Das heißt, wir müssen sie ja oben jetzt ein bisschen anziehen. Das heißt, wir gehen zum oberen Band und werden dieses Band etwas in das Türblatt hereinschrauben. So, das könnt ihr erstens mit den Fingern eine Drehung nach rechts machen. Dann geht das tiefer rein, dadurch zieht sich die Tür dann komplett etwas heran oder ihr steckt hier unten einen Schraubendreher rein und dreht mit dem Schraubendreher eine komplette Umdrehung nach rechts. So, jetzt haben wir eine komplette Drehung gemacht, das heißt, unser Band ist ein wenig mehr reingegangen und dadurch zieht das Band jetzt auf der Seite, die dann dort oben ist, die Tür ein bisschen rein. Dadurch wird vorne alles etwas angehoben. Das müsst ihr euch merken. Wenn ihr das nach links dreht, dann kommt es weiter raus. Und wenn es weiter rauskommt, ne, so, würde passieren, dass sich die Tür weiter nach unten bewegt. Und wenn ihr das dann in Kombination mit den unteren Bändern auch noch betreibt, kriegt ihr so eine gerade Zarge hin, eine gerade Tür. So, das haben wir jetzt eingestellt. Jetzt gleich können wir das wieder einhängen. Aber vielleicht noch was anderes, wenn wir es gerade draußen haben. Hier
bei diesem Loch, da ist ein Imbusschraube drin. Wenn ihr die rausdreht, könnt ihr die Bandaufnahme hier in der Weite verstellen. Also vor und zurück. Wenn ihr das dann getan habt, könnt ihr es wieder festdrehen. Das macht ihr, wenn die Tür nicht mehr richtig ins Schloss reinkommt. Also sprich, wenn die Tür hier vorne gegenkommt oder da. Also der Schließmechanismus da drinnen. Diese Zunge. Wenn die hier nicht mehr reinpasst, müsst ihr das einstellen, vor oder zurück, bis diese wieder hier reinschließt. Nochmal, nach links rausdrehen, dann das Band hoch und runter setzen und wieder feststrehen. Das gleiche müsst ihr auch unten machen. Hier, gleiche Prinzip, aufdrehen, hoch und runter. Die müssen immer identisch sein. So, dann bauen wir jetzt wieder die Tür. Der Bolzen ist ja jetzt frei, den könnt ihr dann reinigen und etwas Montagefett oben drauf geben. So, jetzt mache ich es bei beiden, auch dort, nur oben drauf. Die Bewegung der Tür wird nämlich dann das Fett schön verteilen über den Bolzen. Ihr habt gesehen, ich habe nur einen Finger voll genommen, oben, unten, das reicht schon aus. Kommen wir zur Montage der Tür wieder. Wir haben ja eingestellt, das heißt, dieses Teil kommt jetzt über den Bolzen und wird draufgesteckt, samt Tür natürlich. Das gleiche gilt auch für unten, also oben und unten gleiche Zeit, drauf und rein. So, dafür greifen wir wieder in die Tür und dann heißt es einhängen. Genau zielen, oben und unten, und die Tür ist, wie ihr seht, wieder eingehängt. Und nun schließen wir wieder die Tür, um zu kontrollieren, was wir gerade fabriziert haben. Wasserwaage an die Zeige und mal ablesen. Oh, ihr seht, wir sind jetzt sehr gut in der Waage. Ich versuche es mal richtig hinzuhalten, damit ihr das seht. Jetzt, so, Waage gerade. Das gleiche macht ihr auch noch oben. So, auch gerade. Sehr gut. Das heißt also, wir haben das richtig eingestellt. Zusammenfassung. Da sind die Topfbänder oben und unten. Und wenn eure Tür nicht in der Waage steht, dann müsst ihr durch Verstellen dieser Bänder in der Tür durch Rechtsschrauben zieht ihr sozusagen zum Band hin, durch Rausschrauben, dann entfernt ihr euch die Tür wieder gerade hinbekommen. Wenn die Tür im geschlossenen Zustand dann in der Waage steht, sollte alles funktionieren. Unten gibt es keine Schleifungen mehr und die Tür sollte gut schließen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.